Ne? Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich total, denn ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast, der mir sehr wichtig ist, und zwar die liebe Angela. Hallo, Angela. Hallo Miriam, ja, danke. Ich bin ganz gespannt. Ich habe das noch nicht gemacht, also freue mich auch total. Ja, ganz kurz, ich habe schon angetriggert in meinen Post, wer du bist, aber ich möchte dich trotzdem bitten, dich mal ganz kurz vorzustellen für alle, die dich noch nicht kennen. Ja, da sprichst du gerade was an, weil wir waren gerade am Arbeiten, wir haben Videos aufgenommen, die Alice und ich hier, und wollten dann auch den Ton ein bisschen verändern. Das hat jetzt alles nicht geklappt. Jetzt bin ich über Handy bei dir drin, weil sie mir nämlich noch gesagt hat: Hey Angela, hast du das gelesen? Die Miriam hat gerade noch was gepostet vorher, und ich, nee, was? Und dann haben wir das durchgelesen. Ich hatte echt totale Tränen in den Augen, weil, also echt, Nein. doch, also es war ganz, ja, hat mich total berührt, was du da geschrieben hast. Vielen, vielen Dank, echt. Toll, danke. Freue mich, wenn ich das beitragen durfte für dein Leben. Genau, kam vom Herzen. Danke dir. Ja, ich bin auch total dankbar, dass du bei mir warst. Das waren 2,5 tolle Jahre, und du hast mir auch vieles gegeben. Das möchte ich wirklich sagen. Also, das fand ich toll. Und ich mag deine Art, deine lebendige Art einfach so sehr. Und deine, ja, das machen wir jetzt so. Und das finde ich einfach klasse. Ja, Alice versucht jetzt hier nebenbei noch irgendwie zu schaffen, dass wir genügend Dass Sachen dein sprechen Handy nicht ausgeht. können. Also, ich soll mich vorstellen. Was würde ich sagen? Also, ich habe Bio, Sport und pädagogische Psychologie mal studiert, so in meinem ersten Leben. Irgendwie denke ich immer, ja, das ist schon ewig her. Es hat funktioniert. Ich danke dir herzlichst, echt. Ja, und die Psychologie war es, die mich so fasziniert hat, aber auch die Biologie hat immer noch ihren Einfluss, weil der Mensch als solcher, das fasziniert mich bis heute. Und warum gelingen Beziehungen, warum gelingt Lernen und warum gelingt Kommunikation und weshalb auch so oft nicht? Was können wir selber besser machen? Und ich nenne das mittlerweile gesundes Miteinander, gesundes Kommunizieren, gesundes Führen oder auch gesunde Kultur im Unternehmen oder auch in der Schule. Ja, und das. Ich glaube, es ist ein langer Weg schon, den ich zurückgelegt habe, und gleichzeitig, ich gehe ihn weiter. Jeder Tag ist ein neuer Schritt. Ich darf seit 2003 sagen, dass ich ein Unternehmen gegründet habe, menschlich erfolgreich, ein Beratungsunternehmen, wo ich heute sagen würde, ja, vielleicht waren wir ein bisschen zu früh, der Zeit voraus. Damals haben sich diese Leistungen immer wieder mal Unternehmen gegönnt und haben gesagt, wir können das aber nicht sagen, dass das ist, was wir hier wirklich machen. Heutzutage ist das völlig klar, dass Unternehmen etwas tun müssen, um Mitarbeiter wirklich zu motivieren, zu halten, um sie zu inspirieren, zu hören. Führung hat einen ganz anderen Stellenwert bekommen, ist auch heutzutage ja eine ganz andere Art als früher. Und das ist so meine Arbeit. Ich darf mit Menschen arbeiten im Einzelcoaching. Ich darf Unternehmen begleiten auf ihrem Weg der Transformation, der Weiterentwicklung. Und gleichzeitig habe ich drei wunderbare Kinder, die immer das alles sozusagen auch ertragen haben als Versuchskaninchen, immer mal wieder meine neuen Entdeckungen, ja, mit mir auszuprobieren. Aber seit 2001 habe ich es kennengelernt, aber seitdem sind sie, glaube ich, konstant geprägt von dem, was man in der Literatur gewaltfreie Kommunikation nennt. Der Name ist immer so ein bisschen anstößig. Manche stören sich daran, dass da diese Gewalt im Wort ist. Aber für mich ist es das gesunde Kommunizieren und Führen auf Grundlage von Marshall B. Rosenberg, mit dem ich auch 6 Jahre lang viel lernen und arbeiten durfte. Und das hat mich, mein Leben sehr, sehr verändert und auch geprägt. Ja. Ich frage mal ganz kurz alle Zuschauer, ob ihr denn die gewaltfreie Kommunikation kennt. Mir ist tatsächlich aufgefallen, dass es doch einige gibt, die zumindest schon mal davon gehört haben. Also wenn ja, schreibt das gerne in die Kommentare. Und ich verrate jetzt einfach mal ganz kurz mehr. Denn ganz ehrlich, als ich mich damals bei dir beworben habe, war ich mal gar nicht sicher, ob du genau das machst, was ich mal machen möchte. Also mein Traum war ja immer so Business Coaching, diese tollen Buzzwords, die es da gibt. Und ich habe mir das vorgestellt, dass man dann ins Unternehmen geht und viele Leute trifft und das alles ganz aufregend ist. Und ja, aber total businessmäßig und doch ein bisschen steif, weil das war so die Glamour-Welt in meinem Kopf. Und dann habe ich deine Webseite gesehen und dich gesehen und ich dachte mir, wow, das wirkt viel toller, als ich es mir vorgestellt habe. Aber ist das überhaupt das, was ich dachte? Und dann habe ich plötzlich festgestellt, dass du eigentlich viel mehr machst. Also, dass du
Menschen verbindest und plötzlich dabei hilfst, mit einem Lächeln auf Arbeit zu gehen. Und das fand ich damals schon immer so, so faszinierend. Und wir haben tatsächlich ein paar Zuschauer, die gerade sich getraut haben zu schreiben. Die Marianne sagt, Brillenpower. Hallo Miriam und Angela. Schön, Marianne, dass du da bist. Marianne kommt aus Kroatien und hat auch Livestream, meistens auf Englisch. Ich habe mit ihr den ersten auf Englisch gehalten. War ganz schlimm. Dominik ist dabei und sagt, nö, er kennt die gewaltfreie Kommunikation nicht. Dann darfst du das gleich nochmal vorstellen. Georg sagt, hallo. Und hallo, Georg. Genau, Georg kennt auf jeden Fall die gewaltfreie Kommunikation, denn er arbeitet auch damit. Und genau, Marianne sagt, die gibt es immer samstags, da erzählt Georg ein bisschen was über das Thema in seinem Livestream. Aber erklär du doch mal ganz kurz, was ist eigentlich die gewaltfreie Kommunikation, was hat das mit Marshall Rosenberg zu tun und wie kamst du denn dazu? Weil ich fand das immer so spannend, wenn du die Geschichte erzählst. Ja, es ist so, ich hatte mich vorher schon viele Jahre mit Kommunikation beschäftigt und eben auch mit ganzheitlicher Betrachtungsweise des Menschen und habe damit schon andere Menschen über 9 Jahre lang beraten. Aber ich glaube auch aufgrund meiner eigenen Situation mit 3 Kindern, wir haben dann ein Haus gebaut und ich habe gearbeitet, dann hat man ja noch so andere Rollen wie Partnerin zu sein, Freundin zu sein, man möchte ja auf sich selber achten, also so ging es mir jedenfalls, ich brauchte auch so einen Ausgleich. Aber ich habe gemerkt, dass ich immer, vielleicht würde ich sagen unzufriedener wurde. Damals hätte ich gesagt, ich habe gemerkt, ich war angespannt, ungeduldig mit den Kindern und das hat mir selber gar nicht gefallen, weil ich hatte und ich habe auch immer noch so ein Glück in meinem Leben, dass ich 3 gesunde Kinder haben darf und in einem Umfeld leben darf, also wirklich, mir geht es so, so gut. Warum bin ich da angespannt oder unzufrieden oder auch ungeduldig? Das fand ich nicht schön und ich wollte das ändern. Und ja, vielleicht darf ich noch 2, 3 Sätze sagen. Ich bin aufgewachsen in einem Umfeld, wo Kommunikation überhaupt keine Rolle gespielt hat über für mich elementare Dinge, nämlich wie geht's dir? Ich bin aufgewachsen in einem Umfeld, wo, also meine Eltern sind Jahrgang 27 und 34 gewesen, muss ich ab diesem Jahr sagen, weil meine Mutter ist im Januar auch verstorben leider. Aber die haben keinen Wert darauf gelegt, mich zu fragen, wie es mir geht. Das war ihnen sicher wichtig, aber ich habe das oft nicht gefühlt. Ich hatte keine Verbindung so wirklich in der Qualität, wie ich es mir gewünscht hatte zu meinen Eltern. Es ging ja darum zu funktionieren, dass die Nachbarn nicht reden, dass wir einen kleinen Schulabschluss hatten und, und. Ich habe mich ganz oft gestritten mit meinem Vater wegen, aus heutiger Sicht, Kleinigkeiten. Aber letztendlich, weil weder er noch ich es besser konnten. Wir wussten nicht von diesem Modell von Marshall Rosenberg. Und als ich in meinem Studium schon recht früh in der Psychologie-Vorlesung Kommunikation gehört habe, und damals war das noch Schulz von Thun, das war damals State of the Art, also heute auch immer noch eine wichtige Grundlage, aber dennoch doch durchaus auch ausbaufähig. Ich habe ihn, den Friedemann von Schulz von Thun, auch selber mal getroffen. Das fand ich alles wirklich sehr, sehr hilfreich. Mir sind Kronleuchter aufgegangen, warum ich mich mit ihm nicht verstanden habe, mit meinem Vater oder auch mit anderen Menschen. Ich konnte gar nicht sagen, um was es mir geht oder die haben was anderes gehört. Und ich war auch richtig großartig da drin, beleidigt zu sein und Angriff und Vorwurf zu hören, anstatt das, was die Menschen wirklich gesagt haben. Und das ist schon mal ein Riesending. Ja, und als ich Marshall Rosenberg kennenlernte und seinen Ansatz, das war so, da kam eine Freundin zu mir und hat gesagt, hey Angela, heute Abend, der Freund von mir, der war da bei so einem Typen in München, dann hat er was zusammengeschrieben, hast du Lust, der will da was uns davon teilen und mitteilen, hast du Lust, das anzuhören, du stehst doch so auf Kommunikation. Und da habe ich so ein bisschen arrogant wirklich damals gesagt, naja, gut, wenn du meinst, also gehe ich mal mit, aber ich, ehrlich gesagt, hatte ich gedacht, ich weiß ja schon alles. Das war mir auch mal zu dir gekommen. Ja, und dann bin ich damit hingegangen und ich war von Anfang an angefixt, weil das war das erste Mal, dass ich was kennengelernt habe, wo es auch darum ging oder mir klar war, es geht um mich, erstmal um Selbstklärung. Es geht nicht darum, andere Menschen irgendwie zu manipulieren oder irgendwas schön zu erzählen und zu sagen, und damit die nicht merken, dass ich eigentlich doch nur will, dass die machen, was ich möchte. Und das habe ich gemerkt, es war eine Lebenshaltung dahinter. Also wirklich eine Einstellungsänderung da, wo auch es ans Eingemachte ging, um meine Denkweisen, Glaubenssätze, Haltungen, heutzutage alles klar. Ja? Aber damals
als das Ende 2000 zu mir kam, habe ich so das erste Mal gedacht, wow, genau danach habe ich seit Jahren gesucht. Ja, und dann habe ich mich, bitte? Ich wollte nur kurz teilen, der Georg sagt gerade, ich komme vom zustimmenden Nicken gar nicht raus, ich kenne ich und gerade noch, yes, genau so ist es. Ja, danke. Das freut mich, ja, also diese Erfahrung auch zu teilen, auch in welcher Shift in der Gesellschaft jetzt auch machbar ist, welche Erfahrungen die jungen Menschen machen dürfen oder auch unsere Kinder. Da bin ich so dankbar dafür, dass wir uns da wirklich echt weiterentwickelt haben und diese Kriegsgeneration unserer Eltern doch da ja auch leider nicht mehr geben konnte, weil sie nichts anderes erfahren haben selbst. Das darf man einfach nicht vergessen, ne? Ich habe Gott sei Dank es geschafft, auf mithilfe der gewaltfreien Kommunikation danach, aber wie ihr seht, viele, viele Jahre später mit meinem Vater, meiner Mutter auch mal darüber zu sprechen, wie es ihnen ergangen ist und dass mir das sehr gefehlt hat einfach auch. Ja. Die konnten es einfach nicht und ich konnte auch nicht ansprechen, um was es mir ging. Ich war halt auch entweder im Rückzug, war beleidigt oder habe einfach gegrollt, habe dann 2, 3 Wochen lang nicht mit ihm gesprochen, er nicht mit mir. Weil er wieder gesagt hat, keine Diskussion, Ende, buff, aus, ja, stand ich allein da und er hat das dann auch nie wieder aufgegriffen, das Thema, es wurde wirklich nichts, ich glaube, ich darf das so absolut sagen, nichts zu Ende besprochen und das hat mich oft gestört und ich war dann auch resigniert und habe das auch irgendwann nicht mehr probiert. Ich glaube, viele kennen das, was du gerade erzählst. Ja, ich hoffe einfach, dass wir heute ein paar andere Erfahrungen machen dürfen, aber das gibt es natürlich immer mal wieder. Und ja, jemanden so stehen zu lassen und so allein zu sein mit seinem, das fand ich so schrecklich. Und ich wollte auch gern, dass meine Kinder was anderes erleben. Ich glaube, das war auch so ein ganz wichtiger Antrieb für mich. Ja, und als ich dann angefangen habe, mich auf diesen Weg zu machen, das zu erlernen, hatte ich auch Glück. Also Marshall Rosenberg war damals öfter in Deutschland, in München auch. Wir haben ihn dann nach Nürnberg eingeladen später. Aber auch eine ganze Woche in Coburg, im Schloss Schnei. Mhm. Und damals bin ich da hingefahren und ich glaube, das habe ich dir auch erzählt, Miriam. Ich war damals wirklich so in meiner ganzen Arbeit versunken und auch in meinem Mutterdasein zusätzlich, dass ich nie weggegangen bin oder ich habe nicht mir eine Auszeit zu einer Fortbildung für eine ganze Woche gegönnt. Immer nur mal 2 Tage, wo dann damals meine Eltern mich viel unterstützt haben oder meinen Mann. Aber dass ich eine ganze Woche mir Zeit genommen habe, war dann das erste Mal dort und da habe ich echt, muss ich sagen, wieder zu mir selber einen ganz anderen Zugang gefunden und war dann nicht länger nur oben im Funktionieren unterwegs. Wenn ich oben sage, meine ich so ein Eisbergbild. Ja? Ich war doch ganz gut abgeschnitten von meinen tatsächlichen Gefühlen und Bedürfnissen. Ja, die Worte kannte ich alle, aber in mir gefühlt habe ich die, würde ich sagen, nicht wirklich. Ich habe geschaut, dass es den anderen gut geht. In meiner Rolle der Beraterin, ja, der Partnerin, der Mama. Ja, und das ist mir dann sehr schnell und auch schmerzlich klar geworden. Und da lag auch eine Riesenchance. Und ja, da habe ich schon viel entdeckt und auch geweint, bis ich das alles so verarbeitet hatte. Und ich kann mich ganz gut an den Rückweg erinnern von Coburg hierher. Ich gebe zu, ich fahre gerne Schnellauto. Und damals bin ich, je näher ich nach Hause fuhr, je langsamer bin ich geworden. Und ja, war so ein Ding, oh, ich habe da was gefunden, das will ich in meinem Leben umsetzen und haben mehr von dieser Qualität. Aber wie? Wie soll das gehen? Ich wusste nicht, wie. Ich konnte das auch gar nicht sprechen. Das war mir so fremd. Ich hatte zwar kiloweise Papier vollgeschrieben mit Formulierungen auch, aber ja, und dann bin ich nach Hause gekommen und habe mich ganz, ganz langsam Schritt für Schritt auf diesen Weg mit den Kindern, meinem Partner und ja, Freunden. Freunde haben mich, glaube ich, viel belächelt und haben gesagt, ja, ja, mach mal, Angela, das wird auch vorübergehen. Ja, du sprichst so komisch, Angela. Was ist denn los mit dir? Ja, genau. Gewaltfreie Kommunikation heißt tatsächlich, am Anfang die Erfahrung zu machen. Ich glaube, da kann ich finde keinen Schalter, wie man das ändern kann. Es ist wie bei einer Fremdsprache. Diese Haltungsänderung, du bist okay und ich bin okay, weil es geht immer darum, dass Menschen sich mit allem, was sie tun oder lassen, ein Bedürfnis erfüllen wollen. Und das ist einfach schon der Satz, der am allerwichtigsten ist. Und deshalb sage ich ihn auch nochmal. Alles, was Menschen tun oder lassen, dient dazu, sich ein Bedürfnis erfüllen zu wollen. Ob das gelingt, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber allein das war mir gar nicht klar. Und ich habe mich gefragt, hä, wieso lernen wir das nicht in der Schule? Moment.
Okay. Telefon, live ist live. Ne? Kann hier auch passieren, ich hoffe heute nicht. Genau. Ja, der Georg hat gerade gesagt, das ist das Geniale an der GfK, man findet zu sich selber. Du hast jetzt gerade mal vom Eisberg gesprochen und von diesen Gefühlen, soll ich mal den Eisberg einblenden? Ach ja, wenn du den da hast, gerne. Ja, einen Moment, ich habe nämlich deine Seite nebenher offen und rufe das jetzt einfach mal kurz auf. In der Zwischenzeit möchtest du vielleicht nochmal ganz, ganz grundlegend, so einfach wie es geht, erklären, was die GfK ist oder was man macht bei der GfK? Ich versuche mal das, was ich sonst in Wochen vielleicht sagen würde, in drei Sätzen zu sagen. Sehr gut. Also ich würde heute sagen, es ist eine, auf jeden Fall eine Lebenshaltung. Es ist eine Art, wie Menschen sehr aufrichtig und gleichzeitig wertschätzend miteinander sein können, zusammenleben können, zusammenarbeiten können. Das ist ganz wichtig. Es ist von Aufrichtigkeit geprägt. Es geht nicht um piep, 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 wir haben uns alle lieb. Ganz im Gegenteil. Es erfordert ganz viel Mut, aufrichtig ansprechen zu können, um was es mir geht. Und auch beim anderen, wenn er oder sie anderer Meinung ist oder Widerstände hat, wirklich hinhören zu wollen, um was geht es dir. Es geht nicht darum, dass wir alle gleich sind. Nein, wir sind alle individuell. Es geht aber darum, dass wir alle die gleichen menschlichen Bedürfnisse haben. Und das ist ein wichtiger Unterschied, finde ich. Im Alltagssprachgebrauch sagen wir vielleicht manchmal sowas. Ich habe das Bedürfnis, jetzt spazieren zu gehen oder eine zu rauchen, einen Kaffee zu trinken. Das unterscheidet die gewaltfreie Kommunikation sehr klar. Es sind keine Bedürfnisse in dem Sinne der GfK. Sondern dort versteht man, und ich halte das für absolut notwendig und wichtig, dort versteht man Bedürfnisse als sehr abstrakt, die wir alle auf der Welt miteinander teilen und wo eine einzelne Person nicht derjenige oder diejenige ist, die das als einziges mir geben kann. Also viele wünschen sich Wertschätzung von einem Chef oder Chefin oder Partner oder Partnerin. Und wenn wir das tun und das an eine Person knüpfen, dann wird unsere Welt ja sehr eng und düster und auch vielleicht schwierig. Und da zu gucken, von wem könnte ich das denn noch irgendwo erbitten? Oder wie kann ich mir selbst auch Wertschätzung geben und wofür genau? Und was ich für absolut notwendig halte und in keinem anderen bisherigen Kommunikationsmodell überhaupt sehe, und das finde ich das Grandiose daran, wir sind zu 100% selbstverantwortlich für unsere Gefühle, denn die Gefühle, die wir haben, die entstehen nicht, weil du so bist, wie du bist, weil das wieder passiert ist, sondern das sind nur unsere Auslöser im Außen. Die Gefühle per se entstehen aber, weil in uns Bedürfnisse erfüllt oder nicht erfüllt sind. Und das kennt ihr auch, denke ich, alle. Wenn ihr mit euch im Reinen seid, ihr habt ausgeschlafen, bei mir ist wichtig, ich habe genug getrunken, geschlafen und bin satt. Wenn das alles auch der Fall ist, dann kann etwas passieren, was heute alles für mich gut ist. Wo ich sage, ach, kein Thema, Miriam, dann macht das nichts, wenn das heute passiert. Ist aber eine andere Voraussetzung da, also wichtige Bedürfnisse bei mir vielleicht nicht gerade gut genährt, dann ärgern mich Dinge, Kleinigkeiten regen mich schon auf. Und das ist nicht, weil diese Kleinigkeiten gestern anders waren als heute. Nein, die sind, das ist vielleicht genau das Gleiche. Nur in mir ist etwas ganz anders. Nämlich mein Bedürfnis nach vielleicht Ruhe oder Entspannung oder Wohlbefinden ist nicht genährt. Das, ich glaube, das würde ich jetzt erstmal so vorab schicken. Ja, das fand ich, waren so die zwei wichtigsten Erkenntnisse für mich. Zum einen, dass ich oft Wünsche an Personen habe und eben mir möchte, dass das durch diese Person erfüllt wird, dass die etwas für mich tut. Und die Erkenntnis, dass das natürlich auch jeder anders machen kann oder noch besser, ich kann das für mich selber tun, ich kann mir selber Wertschätzung geben, Aufmerksamkeit geben, für Gemeinschaft sorgen, das hat mein Leben ziemlich verändert, einfach nur dieses Wissen, diesen Gedanken zu haben. Und das Zweite ist, dass niemand kommt und mir mit einer Spritze irgendwie Hormone und sonstige Sachen injiziert, sondern dass das alles halt in meinen Körper macht. Das heißt, mein Kopf hat irgendwie auch mitentschieden, wie eine Situation einzuordnen ist. Und es ist alles erstmal durch ein paar Filter gelaufen, bevor ich dann vielleicht wütend bin oder traurig. Und das war auch eine sehr große Erkenntnis für mich. Genau, ja. Unsere Wahrnehmungsfilter, die lassen ganz viel zu uns gar nicht rein. Das ist auch oft gut, sonst würden wir überschnappen. Aber
wir sind natürlich auch geprägt und wollen oft nur das hören, was wir hören wollen. Ja, und alles andere, was schwierig ist, weil wir darüber bisher eine andere Meinung oder Vorstellung hatten, da wehren wir uns erstmal dagegen und suchen auch nach Widersprüchen etc. Anstatt zu gucken, was davon könnte tatsächlich mich auch weiterbringen. Ja. Ja, jetzt hast du den Eisberg da nochmal. Soll ich da noch was zu sagen? Oder magst ja. Du bist die Spezialistin. Ich weiß auch ein bisschen was, aber ich finde es immer schön, wenn du das erzählst. Die Marianne hatte hier gerade aber noch eine Frage. Vielleicht gehen wir erst darauf. Als du das alles erzählt hast, hat sie gefragt, ob das auch etwas mit Gandhi zu tun hat. Ja, tatsächlich, danke. Marshall Rosenberg hat in Anlehnung an Gandhi, an diesen gewaltfreien Widerstand, das damals in Deutsch auch gewaltfreie Kommunikation genannt, obgleich er auch gesagt hat, ihm widerstrebt, das etwas in einem Titel zu nehmen, was genau nicht erwünscht ist. Ja, und das war oft die Diskussion um diesen Namen, aber das war dann schon so etabliert in Deutschland, dass wir es auch gelassen haben. Aber ja, das hat mit Gandhi und seiner Haltung damals zu tun gehabt, genau. Mhm. Ja, zum Eisberg. Ja. Also das Eisbergmodell, das ist ja ein uraltes Modell von Sigmund Freud und ich nehme das gerne her, um auch zu erklären, wir alle, jeder von uns, also auch ich schreibe das auch in meinem Buch, in einem ganzen Kapitel gestatten, Angela Dietz, ich bin ein Eisberg. Und ich habe vorhin ja schon gesagt, ich war, glaube ich, viele Jahre lang gut eingerichtet da oben, einfach weil ich ja nicht den Zugang zu mir hatte und mir auch nicht die Zeit genommen habe. Heute würde ich sagen, es braucht auch Momente des Alleinseins, der Stille, um auch zu lernen, mit sich selbst in den Kontakt zu kommen. Und die gewaltfreie Kommunikation, vorhin hast du es ja schon geschrieben, ich habe es geschrieben gesehen, ja, die bringt uns zu uns selbst und gleichzeitig auch zu all den Potenzialen, die in uns schlummern. Was ich heute sehe, das ist, wenn ich zu Unternehmen gehe. Ich war gerade wieder diese Woche, da haben wir noch kurz gesprochen, Miriam, bei einem Kunden, den kennst du ja auch von uns. Ich sehe da auch, die sind auf einem wunderbaren Weg. Die haben sich zu einem so tollen Unternehmen entwickelt. Und sie sagen selber, ihnen ist jetzt erst klar, wie wenig kreativ sie vorher waren, Lösungen zu finden innerhalb der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da sind so viele Potenziale, wenn man erstmal in diesen Kontakt kommt und auch sie einlädt, die zu äußern und alles aufmacht. Also es gibt so viele kreative Lösungen, sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Und da kann ich euch auch allen nur sagen, wenn ihr bei euch im Eisberg abtaucht, wenn ihr merkt, so als Frühwarnsystem sind ja eure Gefühle da. Ihr merkt beispielsweise, ich bin angespannt oder ich bin gerade hin und her gerissen oder traurig. Dann ist das ein Anzeichen, ein Hinweis, wie ein Warnlämpchen. Dieses Frühwarnsystem nicht überdecken, nicht überkleben, nicht denken, ach, kümmere ich mich nicht drum, ach, wird schon wieder, sondern wirklich mal genauer hinschauen. Dir die Zeit nehmen, mal abzutauchen in deinem eigenen Eisberg. Das ist ja nur symbolisch gemeint. Dir mal Zeit zu nehmen, zu checken mit dir, um was geht es mir? Warum rege ich mich gerade auf? Was ärgert mich da? Was macht mich gerade so traurig? Um was geht es mir? Und wenn ihr wollt, es gibt diese wunderbare Karte, ich sage immer, das ist die Schatzkarte. Die gibt es kostenfrei bei uns auf der Homepage bei www.angela-dietz.de. Da findet ihr auch dieses Eisbergmodell, was die Miriam so, das war super, dass du es eingeblendet hattest. Diese Karte, die findet ihr da und mit Hilfe dieser Karte könnt ihr die Antworten vielleicht etwas leichter in euch selber finden. Ja genau, auf dieser Webseite im Download-Bereich findet ihr das. Hier sind die Bedürfnisse, die weltweit wir Menschen miteinander teilen, aufgeführt. Und wenn du jetzt so einen Hinweis hast, die Hinweise stehen hier hinten drauf, Gefühl, ja, ein Gefühl findest, wo ich sage, ja, ich bin gerade vielleicht traurig oder unzufrieden, angespannt, dann kannst du manchmal mit Hilfe dieser Karte leichter in dir selber nachspüren und du findest die Antwort auch in dir, um was es geht. Und die Antwort ist tatsächlich, dein Körper gibt sie dir, so ein, ja, genau darum geht es mir, das fehlt mir gerade so, ich möchte gehört werden, ich möchte ernst genommen werden, ich möchte beitragen, ich brauche gerade Ruhe. Das ist es. Ja, und wenn du das herausgefunden hast, dann gilt es, den Mut zu haben, vielleicht auch jemand anderen zu bitten oder dich selbst, ups, was fliegt da rum,
Was brauche ich, um dieses Bedürfnis wirklich auch mit Leben zu füllen? Also, wenn es Ruhe ist, setze ich mich raus bei dem herrlichen Wetter auf einen Schattenplatz in den Garten. Das würde ich nachher vielleicht machen. Oder koche ich mir einen wunderbaren Tee, gucke ich einfach nur mal raus und atme dreimal tief und bewusst. Also das jetzt, um Ruhe und Entspannung zu haben. Oder gehe ich heute früh schlafen, gehe ich in die Sauna, braucht ihr heute nur rauszugehen. Also was mache ich für dieses Bedürfnis? Oder frage ich jemanden, hey Miriam, hast du Lust, das und das mit mir heute zu machen? Das würde mich gerade mega entspannen. Oder wenn es um Freude oder Spaß geht oder um Erfolg. Ja? Da gibt es so, so, so viele Strategien und Möglichkeiten. Wir fragen kennen wir, nur nicht viele. Ja, fragen wir mal alle, die gerade zuschauen, was sind denn eure Strategien und Wege für Ruhe und Entspannung? Was macht ihr da am liebsten? Macht ihr das alleine? Fragt die andere, ob sie vielleicht mitmachen? Ich muss sagen, ich gehe gerne essen, am liebsten nicht alleine. Das entspannt mich total. Oder alleine ein Buch lesen, das ist meine Lieblingsstrategie. Genau. Entschuldigung, das habe ich rausgebracht. Ich wollte nur die Leute einbinden, die zugucken, weil mich das gerade interessiert hat, was wir alles finden können. Jetzt hast du gerade ja schon angesprochen, dass du die Woche schon wieder bei Kunden warst. Die kenne ich auch noch von unserer gemeinsamen Arbeit. Die sind schon sehr lange bei dir. Es ist meistens so, dass Unternehmen langfristig mit dir arbeiten. Das ist eher selten, dass es nur einmalig ist. Jetzt hatten wir ja den Titel gewählt, nicht noch ein Führungsseminar. Ich vermute mal, also das ist jetzt eine Vermutung, aber das ist ein Gedanke, den doch ganz, ganz viele auch schon mal hatten. Ja. Und ja, ich habe auch schon LinkedIn einige Texte darüber gelesen, ob es das überhaupt braucht, wozu muss man denn so viel Weiterbildung machen, warum muss man schon wieder über Kommunikation reden, das ist doch alles das Gleiche. Jetzt möchte ich dich mal fragen, Angela, warum glaubst du, ist das wirklich sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen? Ja, ich finde eine ganz wichtige Frage, weil ich werde auch teilweise echt so, ich will nicht sagen zugespammt, aber doch bedient mit so vielen Angeboten, wo ich auch denke, Gott, die armen Menschen, die am Tag da teilweise 15 Mails mit Angeboten bekommen. Und das zeigen ja auch Studien, bevor ich überhaupt irgendwas auswähle, mache ich gar nichts. Und ja, und ja. Im Moment vielleicht, weil wir auch alle im Moment ja so viel online machen, ist es auch noch verständlich. Aber jetzt sehen wir uns ja wieder live und ich war tatsächlich live bei denen. Aber die Frage ist echt berechtigt, warum noch ein Seminar? Und kommunizieren können wir ja alle und führen habe ich doch auch schon mal gelernt. Ich glaube, dass es ganz viel um Bewusstheit geht und dass tatsächlich ein einzelnes Seminar, ich bin so frei, wenig bringt, wenig auf lange Sicht. Es kann sein, dass da bei mir gerade ganz viel passiert bei diesen ein, zwei Tagen und da eine Botschaft drin ist, wo ich sage, wow, das nehme ich mir jetzt mit. Wie zum Beispiel, das finde ich wirklich entscheidend, anders als bei vielen anderen Seminaren, bei der gewaltfreien Kommunikation dieses Bonbon, diese Perle, Bedürfnisse. Das sagen mir ganz viele schon am ersten Tag, wow, ich hatte schon so viele Seminare und ich hatte eigentlich schon gar keinen Bock, heute zu kommen und jetzt das. Also das eröffnet so, so viele Chancen und eine andere Lebensqualität. Oder auch, dass ich mir aufgrund meiner Bedürfnisse über viele Zusammenhänge überhaupt klar werde. Oder auch, dass ich mich mit mir beschäftige, auch wieder mit dem Eisberg, dass ich endlich merke, wow, in meinem Eisberg sind ja alle Erinnerungen und alle Erfahrungen gespeichert. Ich habe sie nur nicht bewusst. Und wie oft passiert es mir, dass ich wieder irgendeine Story mir erzähle, was der eine jetzt bestimmt über mich denkt oder die andere über mich sagt. Und das sind alles Geschichten, die nur in meinem Gehirn ablaufen. Passiert oder gesagt in dieser Situation, hat er oder sie was ganz anderes, nämlich nur einen Satz vielleicht, der mich vermeintlich angetriggert hat. Und jetzt vermische ich wieder irgendeine alte Erfahrung von früher mit dem, was jetzt passiert ist. Und da ist so viel Potenzial drin, in dieser Arbeit mit mir selbst. Führungsseminare, wo es wieder nur um Werkzeuge geht. Mach das so. Wenn die Situation ist, musst du so und so sagen. Bei der Situation, das kenne ich auch. Und ich kenne sogar Unternehmen, die haben 5 unterschiedliche Führungswerkzeuge und Handwerkskoffer im Angebot, wie sie ihre Mitarbeiter schulen, weil sie ja meinen, das stimmt ja auch, wir sind alles Individuen, jeder soll das machen, was er oder sie gerade gut findet. Nur diese Mischung, die widersprechen sich teilweise dann auch noch, bringt dem Unternehmen oder dem Team oftmals gar nicht den Fortschritt, den sie sich wünschen. Und deshalb bin ich tatsächlich dafür, wenn ihr etwas machen wollt, um euch selbst wirklich weiterzubilden,
Sucht euch etwas, wo ihr mit euch in den Kontakt kommt und wo ein Team dann auch dabei ist und sagt, wir wollen uns gemeinsam auf diesen Weg machen. Und ich glaube auch, Bedürfnisse sind zum großen Teil Werte. Und heutzutage wird es immer wichtiger, gerade auch für Unternehmen, aber auch innerhalb der Familie, fragen Kinder nach, wie wirkt sich dieses oder jenes, unsere Entscheidung auf die Umwelt aus? Welchen Sinn hat dies ein oder andere? Welchen Sinn hat auch unser Unternehmen? Was ist denn unser Beitrag? Und auch da geht es um Bedürfnisse. Also ich finde es grandios, auch die Zukunftsfähigkeit genau an so etwas auszurichten. Und das heißt aber kontinuierliche Arbeit. Dranbleiben, dann, dass wirklich ein, ja, ich sag mal so, alternierend immer wieder neue Inputs kommen. Wir haben auch eine Online-Akademie dazu geschrieben, wo ihr nicht permanent ein Seminar braucht, wo ihr einen ganzen Tag dran sitzt und wo ihr dann wieder die ganze Zeit mit dem Trainer, der Trainerin arbeitet oder 2, 3 Tage hintereinander, sondern wo ihr jede Woche einen Impuls bekommt, eine Übung machen könnt, denn das Regelmäßige ist das Entscheidende. Und ein Führungsseminar wird so häufig dann wieder aufgegriffen oder wiederholt, weil wir haben da mal eins gemacht, dann haben wir schleifen gelassen, dann fangen wir wieder an, dann haben wir uns auch keine Gedanken gemacht. Wie integrieren wir neu hinzugekommene Führungskräfte oder auch die Auszubildenden? Wie machen wir das? Also es gibt kein ganzes Konzept dafür für das Unternehmen. Und deshalb, glaube ich, verstehe ich völlig, gibt es so einen Frust oder auch so eine Ermüdung und nicht schon wieder eins, weil das habe ich schon alles 23 Mal gehört. Was soll denn da Neues kommen? Und das, ja, geht raus, sagt das, wenn es nichts Neues gibt. Das ist einfach meins, denn es ist eure wertvolle Lebenszeit. Entschuldige bitte, du wolltest was sagen. Das fand ich auch so cool. Wenn Angela Seminare hält, dann sagt sie wirklich am Anfang jedem, wenn er das Gefühl hat, dieses Seminar gibt ihm nichts oder ihr, dann ist es nicht schlimm. Dann kann die Person gehen, kann nach Hause gehen, zu den Kindern und Zeit verbringen. Und ich fand das jedes Mal so toll, dass du es gesagt hast. Und auch die Teilnehmer waren immer so überrascht, dass du das auch in den Unternehmen gesagt hast, wo du ja eigentlich denkst, naja, die Unternehmen, die verpflichten halt die Leute, dahin zu gehen. Und du hast gesagt, nein, ich werde da, es gibt keine Liste, ich werde das nicht weitersagen oder irgendwie mich darüber beschweren, ihr könnt gehen, wenn ihr wollt. Und am Ende sind alle sitzen geblieben und haben sich's angehört und waren selbst die Skeptischen immer hinterher begeistert. Und das fand ich so cool. Ja, weil sie dann mit sich checken, finde ich hier was, und dann haben sie auch diese Eigenverantwortung, das sage ich ja auch immer, dieses Seminar, damit das hier für euch, oder dieser Workshop, damit das für euch hier erfolgreich wird, denn das ist eure Zeit. Ich kann euch vieles geben, aber ich weiß ja gar nicht, was ihr braucht. Ich habe natürlich immer etwas, was ich mindestens reingeben will, aber darüber hinaus, es ist eure eigene Verantwortung, was ihr daraus macht und was ihr mitnehmen möchtet. Ich kann noch keine Wünsche ablesen, bitte kümmert euch. Und ja, ich spreche das natürlich auch vorher mit den Auftraggebern ab. Ich sage jetzt nicht, jetzt könnt ihr alle gehen und wir machen uns einen schönen Tag, sondern das ist schon abgesprochen. Mir ist wirklich am allerliebsten, dass überhaupt nur Teilnehmerinnen kommen, die freiwillig kommen. Es gibt ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen. Und da ist das dann aber sozusagen der Kompromiss, den ich eingehe, wo ich sage, dann werde ich das am Anfang sagen. Und das ist auch übrigens ein Zeichen von Unternehmenskultur. Wie mutig sind die MitarbeiterInnen dort? Wirklich gehen oder halten die durch und denken, naja, gibt ja nur Ärger, wenn ich das hier mache. Und dann ist das auch ein Bedürfnis, das nehme ich immer gleich auf. Das ist das Bedürfnis, was ich mir gerade versuche zu erfüllen. Dann Harmonie mit meinem Vorgesetzten oder meiner Vorgesetzten zu haben. Also ich halte hier aus, damit es keinen Ärger gibt. Damit ich brav das gemacht habe, was die gesagt haben. Das ist ein Bedürfnis, was ich versuche mir zu erfüllen. Doch die Frage ist, wie hoch ist der Preis? Ja? 2 Tage da hocken, wenn ich denke, also meine ich jetzt nur, ja? Ja, kann man aushalten. Jörg hat gerade gesagt, er sagt das auch immer seinen Teilnehmern, wer nicht mag, darf gehen. Obwohl ich das natürlich eh ein Punkt ist. Ich glaube, die meisten buchen auch kein Seminar, wo sie nicht teilnehmen wollen, außer die Frau oder der Ehemann stand dann hinten und hat gesagt, du musst da aber. Und er hat eine Frage gestellt, gesagt, genau das ist das Problem. Die wenigsten Menschen trauen sich, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Es ist einfach mit dem Finger auf die anderen zeigen. Oder? Ja. Wie nimmst du das? Tu das ja. Wahr? Ist es sozusagen ist eines der großen Probleme, die Angst, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, im Eisberg nach unten zu gehen, zu gucken, was habe ich für Erfahrungen gemacht, warum reagiere ich so?
würde da, also ich glaube, dass es sehr vielschichtig ist. Bei einigen ist das sicher Angst, ja. Und ich glaube aber bei einem wirklich großen Teil von denen, die das noch nicht machen, es gibt schon viele, die auf diesem Weg sind. Ich finde, das hat extrem zugenommen in den letzten Jahren. Aber die, die das noch nicht machen, denen fehlt häufig auch der Weg. Und mal ganz ehrlich, ich glaube, es gibt einen ganz großen Teil, denen ist das zu anstrengend. Es ist ja viel bequemer, bei den anderen zu gucken und zu sagen, die sind's doch. Die müssten mal endlich sich verändern. Der müsste aber echt mal so ein Seminar machen. Ja, dann wäre alles leichter, weil, ja, ich bin halt so. Ich bin halt so. Ihr müsst mich so nehmen, wie ich bin. Das ist nicht das gesunde Kommunizieren und Führen, sondern ich finde es schon gut, wenn jeder sich zeigt, wie er ist. Und gleichzeitig, bei uns ist ganz, ganz wichtiger Grundsatz, niemals auf Kosten von anderen erfülle ich mir ein Bedürfnis, weil das ist nicht gesund. Der Preis, den wollen wir nicht bezahlen. Und das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Das hätte ich vorhin gleich am Anfang noch mit sagen sollen. Das habe ich gar nicht aufgezählt. Also wichtig, wir tun das nicht auf Kosten von anderen. Wenn ich sage, ich bin so und ich würde gerne hören, wie es euch mit mir geht oder was könnte ich beitragen, damit das hier sinnvoller auch für euch wird oder so, wunderbar. Also ich glaube, neben Angst, neben ich weiß nicht wie, ist es auch diese Bequemlichkeit. Ja, ich habe da gar keine Zeit dafür, das sind so typische Ausreden. Wir nennen das Amtssprache, wenn das ist immer dann, wenn Menschen keine Verantwortung für ihre Handlung übernehmen. Also das ist so ein typischer Satz, ich habe keine Zeit. Wenn ihr euch verabredet mit jemandem und jemand sagt das, dann wisst ihr schon, keine Verantwortung. Also das heißt ja eigentlich, ich möchte nicht oder ich habe gerade mich woanders verabredet. Wenn ich jetzt möchte, dass ich die Miriam treffe, würde ich ja anbieten, Miriam, ginge es dann lieber morgen oder nächste Woche? Also auch diese Ehrlichkeit zu haben, das ist wirklich etwas, was manche scheuen. Und das ist auch der Mut, vielleicht meinst du das auch mit der Angst, Ja, anzuecken. hat gerade geschrieben, das meinte er ein bisschen. Ja, den Mut, also das ist die Aufrichtigkeit zu haben, dann wirklich das auch auszusprechen, genau. Wobei ich oft sage, und ich habe ganz häufig die Erfahrung gemacht, wenn ich mich erstmal mit mir beschäftige und noch gar nichts sage, noch nichts laut davon irgendwie veräußere, also von mir gebe, verändert sich meine Welt schon ganz häufig. Also allein dadurch, dass ich meine Einstellung verändert habe, meine Sichtweise, bei mir was Neues gefunden habe, worum es mir geht, kann sich ganz schön viel auch schon ändern. Aber trotzdem, wenn ich wirklich merke, da ist etwas, was ich ansprechen möchte, was der andere mir auch nicht von den Augen ablesen kann, ist es essentiell, damit auch rauszukommen. Und klar anzusprechen, so und so sieht es in mir aus. Und ich hätte gern das und das. Wäre das für dich eine Option oder hast du Freude daran, mir beizutragen oder dafür etwas zu machen? Und ich würde natürlich auch gern von dir hören. Was brauchst du gerade? Also ich möchte jetzt mal ganz klar ansprechen, dass ich mich gerade total freue, weil der Sebastian da ist und hat gesagt, der wichtigste Satz oder der wichtigste Satz nie auf Kosten von anderen. Und der Sebastian ist derjenige, der uns eigentlich zusammengebracht hat. Das war ein Ah ja, mein Student. Genau, also Angela war jahrelang Dozentin, auch hier in Nürnberg an der Technischen Hochschule. Und Sebastian war mit mir zusammen Werkstudent bei Siemens, beim Marketing, übergeordnet sozusagen. Und er hat mir immer wieder von dir erzählt und von diesem genialen Seminar und was er alles gelernt hat. Und als ich da so verzweifelt saß mit meinen 15 nie beantworteten Bewerbungen, Initiativbewerbungen, nicht Innovation, Initiativbewerbungen, hat er gemeint, ja, warum hast du dich nicht bei der Angela beworben? Ich so, hä, wie bei der Angela? Und dann hat er gesagt, ja, du bist ja auch Business Coach, ich könnte ja auch einfach versuchen bei dir. Und die wohnt auch noch um die Ecke. Die wohnt auch noch um die Ecke und ich hatte so Feuerwerk, okay, ich probiere es jetzt noch einmal. Und ohne ihn wäre das alles nie passiert. Also schön, dass du da bist, Sebastian. Ja, das freut mich auch. Schön, ja. Genau. Ja, in der Uni, auch in Bamberg, da ging es immer um gesunde kommunikative Kompetenzen für ihren Managementalltag. Und dieser Managementalltag kann ja sehr unterschiedlich aussehen. Das kann in der Familie sein. Das ist nämlich auch eine sehr wichtige Führungskraft oder auch im Unternehmen. Gibt ganz verschiedene Kontexte. Ja, das war immer schön und sie haben mich jetzt gerade wieder angeschrieben, ob ich doch noch mal ein Seminar mache. Bin noch nicht entschieden. Mal schauen. Ja, Hat sie genau. jetzt so lang gemacht, 8 Jahre lang schon. Mal schauen. Darf ich noch was zeigen, falls jemand nämlich was nachfragt?
möchte. Auf der Webseite wäre das möglich, aber auch, es gibt ja ein Buch, Gesundes Kommunizieren. Ja. Das ist so ein Grundlagenbuch, wo ich auch anhand einer Geschichte, ja genau, das beschreibe, wenn jemand noch gar keine, ja sehr gut durchgearbeitet, noch gar keine Vorkenntnisse hat, dann wird das auch mit vielen Beispielen, also wo ich mich selber reflektieren kann, bis dahin, wo ich wirklich auch ins Gespräch gehe, wirklich, finde ich, ganz gut begleitet und aufgezeigt. Das wäre vielleicht, kann man auch hören bei Spotify oder wie heißt das andere? Love Books oder so ähnlich. Diese zwei Audio-Möglichkeiten, wo man es hören kann. Mhm. Ja. Wolltest du das auf der Webseite zeigen oder was anderes? Nee, das hätte ich gezeigt, das Buch auf der Webseite. Ich finde gut, dass du den Eisberg gezeigt hast, wo man wirklich also diese ganzen alten Geschichten sieht. Ja, und ich kann auch nur Mut machen, man kann seine eigene Geschichte umschreiben und ich mag halt auch nicht, wenn Menschen, passiert auch öfter mal, ja, ich bin halt so aufgewachsen oder das habe ich nicht gelernt, sagen. Und Empathie kann man lernen, definitiv. Und wir Menschen, wir sind halt, ja genau, da mit dieser Karte, das ist wirklich hilfreich, mit mir in die Klarheit und in die Verbindung zu kommen und mit anderen. Ja. Und wir Menschen sind oft in vielerlei Hinsicht wirklich aufeinander auch angewiesen und ich mache manchmal so eine liegende Acht, so ein Unendlichkeitszeichen auch als Beispiel dafür. Und das eine ist das Ich und das andere ist das Du. Und wenn die auf, ich sag mal, auf längere Sicht gleich groß sind, dann ist das eine gesunde Beziehung. Wenn aber immer wieder jemand sehr, sehr viel in Anspruch nimmt, ich soll immer nur zuhören, ich soll Hilfestellung geben, da wird noch ein Entgegenkommen, vielleicht vertraglicherseits von mir gewünscht, dann kann das auf Dauer meines Erachtens nicht viel Freude machen, weil damit es Freude macht und auch gesund ist, braucht es auf Dauer diese Ausgeglichenheit, diese Balance. Und ja, im Team, es kann sein, jemand hat vielleicht einen Pflegefall zu Hause oder eine schwierige Situation privat, eine Trennung oder Krankheit, dann kann das sein, dass dieser Mensch mal deutlich mehr in Anspruch nimmt und weniger reingibt in unsere Beziehung. Das ist völlig, völlig okay. Nur wirklich auf absolute Dauer, auf Dauer geht das nicht wirklich. Ja, ich wollte nochmal die Karte zeigen, weil das ist auch mein großer Schatz. Du hast vorhin gesagt, das ist so ein Schatz, wenn man mit den Bedürfnissen in Kontakt kommt. Und das ist tatsächlich auch jetzt bei mir in meiner jetzigen Arbeit ein totaler Schatz. Und ich sage eigentlich fast jedem meiner Kunden, schaut mal auf Angelas Seite und holt euch diese Karte. Und ich habe tatsächlich ein paar, die sich das ausgedruckt haben und sogar neben dem Computer gelegt haben. Weil weil es so viel Klarheit bringt und auch in Texten. Die Leute wissen so häufig nicht, was sie schreiben sollen oder was sie rüberbringen wollen. Da habe ich gesagt, du weißt ja noch gar nicht, was eigentlich bei dir los ist. Wie willst du es wissen? Schau mal, ob du ein Wort findest, das passt. Ja, und klar. Deswegen, also, ja, ich schicke die immer alle auf deine Seite. Ich danke dir, das wusste ich gar nicht. Schön, freut mich. Ein Kollege hat auch gerade gefragt, ob ich ihm 50 schicken dürfte, weil tatsächlich, der macht auch viele Führungsseminare, es geht immer wieder um Klarheit. Gespräche auf den Punkt bringen. Wenn man da lange rumeiert, dann ist das eine wichtige Rückmeldung. Ah, ich habe anscheinend noch gar nicht klar, um was es mir geht. Wenn ihr immer wieder noch einen Satz und noch einen Satz macht. Oder wenn ihr euch zurückzieht und irgendwas euch sehr getroffen hat, dann könnt ihr mit Hilfe dieser Karte gucken, hey, um was geht's mir? Ja? Oder was oft sehr unleidlich in Unternehmen ist, aber manchmal auch in Familien, wenn ich mich mit mehreren zusammensetze, also ein Meeting, eine Besprechung habe. Meetings sind oft so ein leidvolles Thema, weil manche kommen unvorbereitet, die haben schon gar keinen Bock mehr, weil mal gucken, was wir heute wieder, wie wir heute unsere Zeit verbrennen. Und das ist so schade, weil Lebenszeit ist kostbar. So kostbar. Also, mich selber klären anhand meiner Bedürfnisse bringt Dinge auf den Punkt, macht Meetings einfach deutlich schneller. Und ja, das finde ich auch unter Vereinbarungen auch verlässlicher. Ich sage ja immer dieses in der Einführung, dieses eine kleine Wörtchen in der Kommunikation, weil du ja auch immer sagst, wir können schon alle kommunizieren, warum soll ich jetzt da ein Seminar machen? Ja, wenn wir jemandem etwas sagen, hey, kannst du das und das bitte machen? Dann stellen wir an das Ende häufig diese Frage, ist alles klar oder hast du verstanden? Und genau das führt eben oft zu Missverständnissen, weil da nicken die meisten oder sagen ja. Die wenigsten haben den Mut nachzufragen oder zu sagen, nee, ich habe es eigentlich nicht kapiert. Und deshalb fragt doch in Zukunft einfach ganz simpel, was
Hast du verstanden? Oder was haben wir jetzt vereinbart? Oder fasst es auch selbst nochmal zusammen, wenn es der andere nicht tut, was ihr jetzt vereinbart habt. Das höre ich ganz häufig aus den Unternehmen als Rückmeldung, dass ihnen das immens geholfen hat, Zeit zu sparen, Geld, Nerven, weil viel deutlich ist, was völlig anderes angekommen. Weil wir denken ja immer, es kommt 100% das an, was ich sage. Nein, wenn ich den Menschen mag, dann kommen vielleicht, wenn es gut läuft, 80% an. Aber wenn die Beziehung schon etwas unsicher ist und ich gar nicht weiß, wie steht er oder sie zu mir, dann kommt viel weniger an, weil mein Körper, mein Alarmsystem ist ja darauf aus, mitzubekommen, jetzt guckt er so, jetzt steht sie da so und mag die mich oder bin ich hier sicher? Ja, es gehen ganz viele Infos verloren. Ja, ich muss jetzt gerade lachen. Ich habe gestern so eine Doku über Segelschiffe angeguckt. Und da gab es so viele Missverständnisse, wo ich die ganze Zeit an dich denken musste. Und das hat jetzt genau gepasst. Die hätten einfach nur diese Frage gebraucht, was hast du verstanden? Oder was ist bei dir angekommen? Es ging dann zum Beispiel darum, dass eine Stewardess aus der Crew gebeten wurde, von der Hauptkabine das Bettzeug zu wechseln. Und die hat diese Aufgabe weitergegeben und hat dann aber gesagt, ja, es müssen alle Kabinen, muss überall das Bettzeug gewechselt worden, was halt so 20 Minuten in 3 Stunden Arbeit verwandelt hat. Oder der Kapitän hat gebeten, dass sein Hemd gebügelt wird. Und die hat dann weitergegeben, ja, es müssen alle T-Shirts des Kapitäns gebügelt werden. Und dann dachte ich mir so, wow, so einfache Fragen, das merkt man dann, wenn man das irgendwann drinnen und intuitiv hat, merkt man, glaube ich, gar nicht mehr, wie sehr das einem das Leben erleichtert auch und vereinfacht alles in der Kommunikation. Ja, und in dem Fall, super Beispiel, da liegt natürlich auch eine Verantwortung bei der Person, die hört. Also wie kann ich mich trainieren, besser zuzuhören? Das üben wir auch, weil viele, viele Menschen, leider muss ich sagen, die haben verlernt zuzuhören. Die sind so mit sich beschäftigt. Und das ist übrigens etwas, das sage ich jetzt gerne noch, wenn Ärger da ist, wenn Konflikt da ist, wenn Missstimmung in mir ist, ja, etwas Ungeklärtes, dann ist bei mir der Wunsch oft genauso groß wie bei allen anderen Beteiligten, zu reden, zu sagen, was mir gerade stinkt, was ich gern anders hätte, wie es mir damit geht. Jetzt sage ich mal was. Genau, jetzt sage ich es mal, jetzt bin ich mal ehrlich und jetzt, ja. Oder ich mache vielleicht sogar, das ist auch psychologisch so ein Find manchmal, ja, ich möchte dir mal was sagen, ich weiß, es ist manchmal schwierig mit dir, es wäre schön, wenn. Also ich mache so eine Vorbereitungsschleife. Das Eigentliche ist, wenn auf beiden Seiten oder bei allen Beteiligten der Wunsch da ist, dass sie gehört werden und einer fängt einfach an zu reden, dann hören die anderen nicht zu, weil ich will ja selbst gehört werden. Also wenn ihr mit euren Kindern, Partnerinnen, Partner, Chef, Chefin, Kollegen, wenn ihr was klären wollt, ist das Allerwichtigste, das ist sehr simpel, für Ruhe und für ein ruhiges Setting zu sorgen. Ich denke, das ist allen klar. Aber vor allem dann zu klären, wer fängt an und wer kann sein Thema und sein Anliegen mal parken für 5 oder 6 Minuten und dem anderen mal zuhören und auch wiedergeben, was ich schon verstanden habe. So, und damit das gelingt, da ist so eine ganz einfache Strategie, schreibt euch, wenn ihr euch da vorbereiten könnt, 2 wichtige Bedürfnisse auf den Zettel. Mit denen möchtet ihr gehört werden. Und gehört werden heißt, das ist erst passiert, wenn euer Gegenüber diese Bedürfnisse selbst benennen kann, die euch wichtig sind. Erst dann seid ihr wirklich gehört. Ja, und wenn ihr euch vorbereiten könnt, dann ist das wunderbar, dass ihr euch auf den Zettel schreibt, was es euch geht, weil jetzt beruhigt sich euer System. Euer System, ganz klar, das ist das Vegetative und also das euer Nervensystem, euer Blutsystem, wirklich was hier passiert, die Anspannung, die Ausschüttung von Stresshormonen, das geht alles runter und nur dann kann ich wirklich aufmerksam auch zuhören. Wenn ich diese Bereitschaft habe und weiß, okay, ich habe ja meins auf dem Zettel, ich habe das sicher, ich kann das dann ansprechen. Oder vereinbart doch mit eurem Gegenüber, hey, ich hatte keine Zeit, mich vorzubereiten, wollen wir jeder mal 2 Minuten Stille machen und jeder kann mal für sich kurz klären, was ist dir wichtig, was möchtest du heute ansprechen und was ist mir wichtig und dann fangen wir erst an. 2 Minuten, die ändern ganz, ganz viel. Ja, das wollte ich gerne noch sagen. Ja, das finde ich total wichtig, weil man hat da ja immer so die Angst, dass man vergisst, was man wieder sagen will, weil man legt sich ja meistens schon irgendwelche Sätze zurecht, wie man es unbedingt sagen möchte.
Aber wenn einem klar ist, worüber man reden möchte, was ankommen muss beim anderen, dann braucht man sich keine Sätze zurechtlegen. Und dann ist dieser ganze Druck da, direkt loszureden, ohne Punkt und Komma. Der Georg hat jetzt gesagt, ich bin der Ansicht, dass Empathie jedem angeboren ist. Es braucht nur das Spielfeld dazu, um es zu lernen. Das ist halt schon ein bisschen her. Es hat sich, glaube ich, allgemein auf Freunde bezogen. Und Bernhard, mein Werbegeschenk-Concierge, hat geschrieben, coole Liste, bin gerade auf der Webseite. Okay, freut mich. ja, Empathie, also die Spiegelneurone, ja, die sind uns allen angeboren, so denn wir gesund sind. Es gibt da ein paar Ausnahmen. Und das ist eben eine Trainingssache. Und zwar heißt das ins Fitnessstudio gehen, das sind eure wichtigen Muskeln dafür. Mhm. Fitnessstudio heißt, wenn ich irgendwie gut definierte Arme möchte, reicht nicht, wenn ich 2-3 Mal dahin gehe, sondern da muss ich dranbleiben. Und wenn ich da mal schlure, dann habe ich hinterher wieder aufzuholen. Ja, dranbleiben. Das kann jeder erlernen, der gesund ist. Und es braucht einfach nur den Mut und auch den Wunsch, das zu tun. Ja, genau. Wenn jetzt eine Führungskraft dasteht oder auch jemand aus dem Team und sagt, okay, bei uns muss ich eigentlich, müssen in Anführungszeichen, es soll sich was verändern, ich brauche eine Veränderung, ich kann so nicht weitermachen. Wie würdest du vorschlagen, geht diese Person am besten vor? Sucht die sich erstmal Kontakt zum Beispiel zu dir oder jemand anderem oder spricht die erstmal mit dem Verantwortlichen, der das überhaupt entscheiden darf, dass irgendwas gemacht wird? Redet die zuerst mit dem Team? Wie würdest du empfehlen, sollte man so vorgehen? Sollte schon wieder. Ja, ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche, das hängt wirklich jetzt von der konkreten Situation ab, unterschiedliche Arten und Weisen. Wenn ich jetzt im Team etwas habe, würde ich immer erst versuchen, das mit dem Team zu klären. Und wenn ich nicht klar bin oder nicht genau weiß, wie ich das tun kann, dann ist vielleicht ein Coach oder ein Berater für 1-2 Stunden, um das vorzubereiten, eine sehr gute Wahl. Und wenn ich mit dem Team etwas habe, wo ich sage, so ein Externer, übrigens, der macht ja manchmal gar nichts anderes, als man intern könnte, aber trotzdem ist das ein ganz anderes Setting dann und dann bringt das auch viel mehr. Also wenn ich der Meinung bin, ein Externer könnte uns da Zeit ersparen und auch was anderes auf den Tisch bringen, andere Lösungen ermöglichen, dann könnte ich das Team fragen, seid ihr bereit, dass wir jemanden einladen dazu oder uns vielleicht regelmäßig Support holen für ein paar Clean-the-Air-Meetings oder so etwas, ja. Also das hängt immer ganz davon ab, wie das ist. Und ich würde immer erst versuchen, mit der Person oder mit den Personen, die direkt betroffen sind, das direkte Gespräch zu suchen. Und sollte das nicht gehen, dann auch zu sagen, ich würde da wahnsinnig gerne was verändern, denn ich habe jeden Tag mit euch hier zu tun und ich merke, es belastet mich. Und für unser aller Gesundheit und auch für die Ergebnisse, jetzt stockst du gerade. Und damit wir hier fahren, jetzt bist du weg gewesen. Bin ich weg gewesen? Lag es an mir? Also auf jeden Fall hat es gerade gestockt. Ich weiß noch nicht, ob jetzt sozusagen bei mir die Verbindung schlecht ist oder bei dir. Ah, das war interessant. Ich glaube, es war alles schwarz. Bei mir war alles weg. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ihr gehört habt. Okay. Was soll ich noch sagen? Genau, mit dem Team, jetzt ist mir die Frage eben gekommen, also ich glaube, dein Punkt ist rübergekommen gewesen, ja, hoffe ich zumindest auch bei allen Zuschauern, bei mir ist er angekommen. Wenn ich jetzt jemanden habe, der verantwortlich ist und entschieden hat, okay, wir machen ein Seminar, ich würde gerne ein Seminar anbieten und ich kriege diesen Satz entgegen, ach, nicht noch ein Führungsseminar. Mhm. Ja, wie würdest du jetzt vielleicht noch empfehlen, damit umzugehen? Wie schaffe ich es vielleicht wieder, neugierig zu machen, zu motivieren, zu sagen, hey, mein Team oder die einzelnen Führungskräfte haben jetzt dann vielleicht doch Lust, nochmal was Neues auszuprobieren? Was ist da deine Empfehlung? Ganz entscheidend finde ich da natürlich erstmal nicht drüber wegzubügeln, ja. So nach dem Motto, oh, du hast immer was zu motzen, ne? Ich lege mich hier ins Zeug, ich organisiere was, ja. Aber es ist so einfach, irgendwas Negatives zu finden. Also das wäre jetzt meine Aufrichtigkeit. Ja, das wäre natürlich ein Weg, mich zu zeigen, nur dann bitte auf eine andere Art und Weise. Dann würde ich sagen, hey, wenn ich das höre, bin ich gerade frustriert, denn es hat mich echt auch Zeit und Aufwand gekostet. Ich habe mir da Mühe gegeben, jemanden zu finden, der gut zu uns passt und von dem ich in der Hoffnung bin, dass derjenige oder diejenige uns hilft. Und ich würde mich einfach so freuen,
wenn alle dem Ganzen erstmal eine Chance geben und auch ein Interesse daran hätten, wie kann es uns allen hier miteinander besser gehen? Und da würde ich gern von dir hören, hast du daran auch ein Interesse? Das würde ich erstmal fragen, ob der überhaupt dieses gemeinsame Ziel hat. Mhm. Die andere Vorgehensweise ist, und das ist wahrscheinlich eher der Königsweg, nicht mit meiner Aufrichtigkeit zu beginnen, sondern den wirklich ernst zu nehmen und abzuholen. Und ganz simpel könnte das sein, hey, du hast nicht Bock, schon wieder deine Zeit zu investieren, schon auf ein drittes, viertes, fünftes Führungsseminar, weil du vermutest, dass da nichts Neues kommt. Ist es das? Also wirklich empathisch auf denjenigen zuzugehen, vielleicht auch mit mehreren Schleifen. Wenn der sagt, ja, genau, ich habe echt, mein ganzer Schreibtisch ist voll, ich habe so viel zu tun, ich habe echt keine Lust, schon wieder da in einem Seminar zu hocken, und dann nehme ich vielleicht einen Satz mit. Ah, okay, also wenn, dann wird sich das für dich nur lohnen, wenn du wirklich was Neues damit nimmst oder wenn vielleicht auch nochmal klar wird, wofür tun wir das gemeinsam? Also das Ganze braucht wirklich Sinn für dich, geht es dir darum? Ja, klar. Ja klar, ich habe meine Zeit nicht gestohlen und ich habe Deadlines und am Ende kriegen wir hier Stress, weil wir irgendwelche Projekte nicht fertig bekommen. Ah, okay, also ist auch noch wichtig, wie geht das in deiner Abwesenheit weiter oder du guckst gerade, wie du das unter einen Hut bekommst. Ja, genau. Ja, bitte? Zuhören. Zuhören und manche sagen dazu spiegeln. Ich würde davor warnen, wenn ihr es als Technik macht. Wenn ihr nicht wirklich ein Interesse an dieser Person habt und den wirklich verstehen wollt, nur dann hat das Sinn. Wenn ihr es als Technik macht und sagt, ah, jetzt habe ich aber dreimal zugehört, jetzt bin ich mal wieder dran, jetzt muss er aber doch endlich aufspringen. Nein, bitte Ergebnis offen. Es kann tatsächlich sein, dass der dann nicht mitmacht. Dann brauche ich neue Vereinbarungen mit ihm oder ihr, dass ich sage, hey, wenn wir da was vereinbaren für unser Miteinander und das hinterher mit dir teilen, bist du dann bereit, das auch so mitzutragen, weil sonst bremst diese Person ja alles. Ja? Ja. Also, da kommen noch ein paar Zwischensteps. Aber so natürlich, dass unser Vorankommen da ist. Und wichtig nochmal, hat diese Person grundsätzlich das Interesse, dass es zwischen uns hier im Miteinander, dass es Freude macht, dass unsere Zusammenarbeit leichter wird, dass weniger Missverständnisse passieren und dass wir damit auch erfolgreich sind. Hat sie daran ein Interesse? Und wenn es für uns als Team ist, hat sie ein Interesse, dafür einen Beitrag zu leisten? Ist sie dann vielleicht bereit zu kommen mit der Option, hey, wenn du mittags merkst, da ist noch überhaupt nichts Neues für dich drin gewesen, feel free, geh, mach deine Sache. Sehr guter Hinweis, sagt Georg. Super. Alle haben jetzt auch die Möglichkeit, wenn vielleicht etwas noch nicht klar war, wenn ihr noch Fragen habt, okay, nein, falsch gesagt, wenn ihr feststellt, ihr habt es vielleicht doch noch nicht ganz verstanden. Nein, wie sage ich das denn jetzt am besten, Angela? Du bist süß. Ich weiß gar nicht genau, was du sagen willst, aber ich würde sagen, jeder hat Fragen gestellt. Wie viel Zeit haben wir noch? Das würde ich jetzt sagen. Wie viel Zeit? Wie du willst, 10 Minuten. Also wir haben noch gemeinsam 10 Minuten und wir können schauen, wenn Fragen da sind, dann würden wir die 10 Minuten gerne nutzen und so gut es irgendwie mir möglich ist, würde ich die gerne beantworten. Sehr schön. Genau, nein, manchmal stolpere ich dann über diesen Punkt, okay, wie sage ich es jetzt am besten? Also ich arbeite ja eh mit Worten, da ist es dann ganz wichtig, sich trotzdem auch Gedanken zu machen, wie kommt es wahrscheinlich an, weil 100%, ich weiß es ja nie. Aber jetzt dachte ich mir gerade, okay, also zu fragen, ob alles klar ist, wollte ich jetzt auch nicht. Ja, weil da kommt meistens dann wenig zurück, wenn das jetzt in einem Team wäre oder in der Familie auch genauso. Und ich würde dann mit dem Fakt anfangen. Also wir haben jetzt noch 10 Minuten, dann weiß auch jeder, ah, das ist der Rahmen, dann haben wir eine Orientierung. Und wenn jetzt ganz viele Fragen wären, ist klar, wir werden nicht alle lösen können. Dann müssen wir uns dafür vielleicht noch einen Weg überlegen, dass wir sagen, ach, stellt euch doch, stellt eure Fragen da oder dort nochmal oder bitte habt Verständnis, das geht nicht alles zu lösen. Lest vielleicht nochmal im Buch oder auf der Webseite nach oder sowas. Ja. Mhm. Also, Georg bedankt sich jetzt und sagt tschüss, der muss weiter, es ist 13 Uhr, verständlich. Danke fürs Dabeisein. Genau. Ja, jetzt ist aber natürlich noch meine Frage an dich. Gibt es noch etwas, was du sagen wolltest, wo du gesagt hast, hey, da würde ich eigentlich gerne noch kurz drüber reden, das wollte ich noch erzählen, oder bist du glücklich und es fühlt sich rund an? Also allgemein einfach, ich möchte euch einfach einladen, euch auf diesen Weg zu machen. Jeder Schritt lohnt sich und ich glaube, dass ich wirklich sagen kann, ich bin so, so glücklich, dass ich das in meinem Leben gefunden habe und die Beziehung zu meinen Kindern oder auch zu den Menschen, die mir viel bedeuten,
und auch mit mir selbst. Und das ist, glaube ich, die Voraussetzung überhaupt, diese Selbstliebe. Die ist dadurch, natürlich kommt die immer mal wieder ins Wanken. Nicht, dass ihr denkt, ich habe nie Probleme. Nein, das ist so nicht. Ich bin auch mal traurig. Ich gehe nur ganz anders jetzt damit um. Es wird nicht so sein, dass ihr dann 100% Luck und Glück und alles Mögliche habt. Darum geht es nicht im Leben. Geht darum, alle Tränen zu weinen und alles Lachen zu lachen. Ja, bewusster zu leben. Das zu leben, was ihr wirklich in diesem Leben sehen möchtet, dazu einen Beitrag zu leisten. Ich bin gespannt auf eure Fragen und ich freue mich auch. Es gibt keine dummen Fragen. Raus damit. Also bisher bedanken sich nur alle. Und zwar der Andreas sagt danke sehr und wünscht uns ein schönes Wochenende. Ich würde gerne hören, vielleicht, ob irgendwas Wichtiges für euch dabei war, nämlich ein Ding, was habt ihr denn mitgenommen? Oder habt ihr wieder selber die Erfahrung gemacht, oh, das war jetzt halt wieder so eine Stunde, ich habe nichts Neues gelernt. Das wäre vielleicht zum Thema ganz passend. Habt ihr irgendein kleines Nugget für euch da rausgezogen, dass die Zeit Sinn gemacht hat? Das fände ich schön zu hören oder zu Sag lesen. das gerne. Und ich sehe gerade, der Sönke war anscheinend auch dabei. Cool, dass du dabei warst und er wünscht uns ein sonniges Wochenende. Jetzt gucken wir mal, ob noch jemand Zeit hat und sagen kann, was er für sich mitgenommen hat. Ich habe ehrlich gesagt mitgenommen, dass ich dauernd auf deine Brille starre. Ich habe die rote Brille auf. Ich habe normalerweise diese, aber da sehe ich in der Nähe nicht gut mit. Und dann habe ich die ganze Zeit Probleme und sehe euch nicht scharf auf dem Monitor. Deshalb meine Lesebrille. Ja, soll ich dir verraten, warum? Ich war im Brillenladen, um mir eine Sonnenbrille zu holen und da war gerade jemand Neues da und also ein neuer Brillenlieferer und dann kam der Ladenbesitzer und hat mir eine Brille auf die Nase gesetzt. Es war eine rote und ich muss sagen, sie hat jetzt tatsächlich im Nachhinein ziemlich Ähnlichkeit mit deiner und ich habe gesagt, oh, ich muss die haben. Ich habe die direkt gekauft. Also ich habe die sonst nur intern hier auf dem Büro. Normalerweise laufe ich so rum. Ja. Kommen wir dann im Partnerlook, wenn nächstes Mal dann. Okay. Nee. Aha. Aha. Sebastian hat gerade gesagt, er wird sich jetzt das Eisbergmodell nochmal angucken. Mal wieder. Ja, irgendwie ist mir auch aufgefallen, also ich habe letztens auch wieder in deinem Buch gestöbert, dass so nach einer Zeit unser Gehirn dann doch sich an manche Sachen nicht mehr so erinnert, wie ich es eigentlich gern gehabt hätte. Ja, kenne ich auch gut, ja, genau. Ja, immer mal wieder gucken. Auf das Standardwerk von Marshall B. Rosenberg. Ich glaube, ich habe das 7-mal, 8-mal, immer mal wieder gelesen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Oder ich habe auch 3 Einführungsseminare besucht am Anfang, wo ich schwören können, hätte können. Die haben das aber am ersten nicht gesagt, weil, ja, habe ich vergessen oder es war am Anfang so viel, das habe ich dann gar nicht gehört. Und du hast dich halt eben auf die anderen Sachen konzentriert und dann hattest du plötzlich Zeit, auch die kleinen Nuancen zu entdecken. Ging mir auch so. Also ich weiß nicht, wie vieles Einführungsseminar ich mit dir gemacht habe, aber ich hätte auch beim letzten noch schwören können, du hast Dinge erzählt, die hast du vorher noch nie erzählt gehabt. Kann sogar sein. Kann sogar sein, ja. Geht es mir das immer anders? Ja, das stimmt. Ja. Das liebe ich aber auch daran. Die Menschen, die, ja, es ist immer dadurch auch anders, die Pläne, Männer, Menschen sind es. Ich glaube, es kommen keine Fragen mehr. Es ist auch immer ziemlich getaktet bei den meisten. Also schön, dass alle sich die Stunde Zeit genommen haben mit uns. Und jetzt bleibt es auch mir, einfach allen ein sonniges, schönes Wochenende zu wünschen. Danke, liebe Angela, dass du dabei warst. Dir gebührt das letzte Wort. So gerne, Miriam. Es hat mir echt viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, das mit dir zu machen. Ich hoffe, die anderen hatten auch irgendwas Schönes. Nicht nur, dass wir es schön hatten, ihr zwei, sondern dass ihr was mitgenommen habt. Und ja, ich freue mich auch wahnsinnig auf das schöne sonnige Wochenende. Wir bekommen Besuch.